Чарли. Хорошо видим цель. О, ах, со... Если это стоите, то мы найс. Hallo Leute, willkommen herzlich auf meinem YouTube-Kanal. Auf jeden Fall, Kriegsfilme gibt es ein Dutzend wie Sand am Meer. Wenn man einen neuen Kriegsfilm erschaffen möchte, muss man schon was Neues einverlassen. Weil, wie soll man gegen Meisterwerke kämpfen wie Apocalypse Now, Dunkelkrieg, 1917 und so. Ja, heute möchte ich euch einen unbekannten Kriegsfilm, vorstellen, nämlich aus dem Hause Japan. Nämlich, Japan hat eine ungewöhnliche Kinovision, kann man sagen. Ihr, der japanische Filmkunst mag, ich will hier niemanden beleidigen, okay? Okay? Für mich ist es ein bisschen komisch, kann man sagen. Oh. Oh. Ich möchte euch nämlich einen neuen Kriegsfilm vorstellen, der mich einfach schockiert hat, einfach begeistert hat meiner Meinung nach, nämlich The Last Imperial Soldier. Jetzt fragen wir uns natürlich, worum geht's da eigentlich? Es geht nämlich um einen japanischen Militärsoldat namens Sion Noda, der kämpft im Zweiten Weltkrieg in Japan. Was aber nicht weiß, dass der Zweite Weltkrieg eigentlich schon längst vorbei ist. Und er verliert so langsam seinen Verstand und hat zu kämpfen mit dieser Psyche und der Außenwelt. Diesen Hiro Noda, den gab's wirklich. Über diesen Mann werde ich nicht wirklich viel erzählen, weil wenn ich das erzähle, wird Spoiler sein für den Film. Man denkt zum Beispiel, es ist nichts anderes als ein weiter brutaler Kriegsfilm. Das mag zu einem gewissen Teil auch irgendwie stimmen, aber The Last Emperor Soldat ist einfach viel mehr als das. Das Problem halt bei vielen Kriegsfilmen ist so, dass ich das alles nicht so ernst nehme. Sie schießen einfach die ganze Zeit herum und irgendwelche Dialoge kommen da gar nicht vor, einfach nur geile Baller, 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 Baller. Und das ist ein bisschen ätzend meiner Meinung nach. Ja, sie nehmen das alles nicht so ernst wie echte Militärsoldaten, weil... Wie ihr wisst, lebe ich in Israel und noch Leute, für die es noch nicht wussten, mein Freund Michael arbeitet für das Militär. Ja, in Israel ist es Pflicht, nämlich in Deutschland ist es so, ihr macht euren Schulabschluss, ihr geht halt zur Universität. Ich mache meinen Schulabschluss, gehe aber ins Militär. Für 3 Jahre. Männer gehen dort 3 Jahre lang, Frauen gehen nur 2 Jahre lang. Aber werde ich später darüber erzählen, erst wenn ich ins Militär gehe. Ja, auf jeden Fall, Regisseur dieses Films nämlich Azim Zam Aziz. Es ist eine sehr persönliche Geschichte, die Regisseur Azim Zam Aziz erzählt. Ich kann eine Menge erzählen über diesen Mann. Und zwar, dass er sogar selber im Militär war. Er ist eigentlich ein Anfänger-Regisseur, aber das wird aber keine richtige Erklärung sein, warum er so ein guter Filmemacher ist. Ich glaube, ihr versteht es, glaube ich. Azim Zam Aziz, das ist erst sein 2. Film. Okay, das ist 2018. Er hat auch mal andere Filme gedreht. Auf jeden Fall, Azim Zam Aziz hat nämlich in dem Interview gesagt, welche 2 Regisseure er sich am meisten inspiriert hat. Und Fans der japanischen Kunst kennen die 2 Regisseure, deshalb, Achtung Leute, ich versuche ihren Namen auszusprechen, okay? Falls ich falsch ausspreche, entschuldige, okay? Und zwar, es wären hier Haruya Omonosaka, der zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland gedreht hat, oder Totoro, oder dieses Flugzeug-Dings da, eine persönliche Empfehlung von mir. Nein, dieser Film muss ich sagen, der hat Ähnlichkeit mit mir, muss ich sagen. Kann es sein, dass du dumm bist? Und Hakiro Ominezama, der zum Beispiel Yojimbo, Rashomon oder die 7 Samurai gedreht hat. Also Azim Aziz hat sogar auch das Drehbuch geschrieben. Hakiro Ominezama ist ein Meisterregisseur, hat viele Leute inspiriert wie George Lucas und Quentin Tarantino. Er hat auf jeden Fall einen Meisterfilm geschaffen, nämlich die 7 Samurais. Viele Leute können mit die 7 Samurais oder mit Chihiros Reise ins Zauberland vielleicht nicht ganz anfangen. Das sind großartige Meisterfilme. Kenichiro Komurasawa
hat nämlich einen unglaublichen Stil. Er hat großartige Bilder für die Ewigkeit erschaffen. Jeder unbedeutende Dorfbewohner, der nichts zu tun hat mit der Geschichte, bringt dir irgendwie enorm Liebe und man hat sein Gefühl, man kennt diesen Dorfbewohner, wenn er im kompletten Film nur 3 Sekunden vorkommt. Und trotz des Scherzen zum Aziz hat der Seller auch mit seinem Film, mit einem anderen Dorfbewohner, die in den Film The Last Emperor Soldat kommen. Jetzt gehen wir mal zu den Protagonisten des Charakters, nämlich Hiro Noda. Der wird gespielt von Sam Look. Ich muss sagen, wenn man schaut bei seinen Gesichtszügen, man sieht, dass er enorm Spaß hatte mit seiner Rolle. Und ich muss sagen, es ist wirklich geil, was er drauf hat. Das ist eigentlich seine allererste Filmrolle, weil der ist normalerweise Regisseur. Der hat sogar seine eigene Website. Dieselbe Weise kann man auch mit Yara Atria fragen, die mit dieses Dorfbewohnmädchen eine ungewöhnliche Rolle erschafft. Sie hat im kompletten Film kein einziges Satz gesagt. Wirklich, ich frage mich, wie sie die Rolle bekommen hat. Oh mein Gott, hier spielt sie einen Film, das ist meine allererste Filmrolle. Hier bin ich. Geh weg, du verdammter Hurensohn, Emma. Ich sag gar nichts. Du sagst gar nichts? Ja, das war's auch. Du sagst gar nichts, du sagst fast nur ein Wort. Obwohl Yala Atturi ist normalerweise Model und Influencerin, Ich will nicht sagen, dass Models schlecht schauspielen können, obwohl es gibt viele Filme, wo Models mitspielen und ihr Schauspiel wird halt so mittelmäßig beurteilt. Ja, obwohl sie im Yaya Aria eine kleine Nebenrolle spielt, hat man schließt die Figur wirklich im Herzen, muss man sagen. Ich verstehe es nicht, wie kann es einfach nur mit 20 Millionen Dollar einfach so ein unglaublicher Film existieren, der einfach nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, meiner Meinung nach. Dieser Film ist ein Mid-Budget-Film, also ein Film mit einem mittleren Budget und diese Filme sterben bekanntlicherweise leider aus. Es geht halt nur noch zu ganz riesigen, gewaltigsten Blockbustern-Budget oder mehr für das Kleinkino. Alleine sollte man diesen Film mal unterstützen und dafür lohnt sich der Gang ins Kino. Obwohl, der Film ist aus 2018. Das Video ist zu spät. Ich mach's trotzdem, okay? Ich muss sagen, mir gefällen mehr kleinere Filme als die großen Blockbustern, weil bei kleineren Filmen spüre ich wirklich den Talent und Liebe zu teilen. Man sieht, dass der Regisseur wirklich alles zeigen möchte, seine Fantasie. Und bei den Blockbustern, ja, da fühle ich einfach nur das Geld. Dieser Film hat mich total beeindruckt. Und ja, ich muss sagen, es gibt nur wenig Filme, die mich beeindruckt haben. Als ich mir zu Ende angeguckt habe, spürte ich eine Art Gefühl. Was unglaublich ist. Leute, für die dieses Gefühl nicht haben, ich kann euch aufmuntern. Und zwar die The Walking Dead Produzenten, sie wollen nämlich den Coronavirus casten als Virus für die Zombies. Nee, mein Spaß, Leute. Die Wahrheit ist eigentlich, als ich den Film zu Ende geguckt habe, hat es mir erkannt, dass ich ein Mensch bin. Von mir bekommt The Last Emperor Soldat 8 von 10 Punkten. Es ist wirklich ein sehr guter Kriegsfilm, meiner Meinung nach. Und ja, das war's. Ciao. Oh nein. Ich brauche meine Waffe! Schnell! Wo ist meine Waffe hin? Ihr habt nichts gesagt, okay? Ciao!